Herzlich willkommen. Heute möchte ich euch meine neueste Errungenschaft für mein neues Fahrrad vorstellen und meine ersten Erfahrungen mit euch teilen. Und zwar mit dieser wunderbaren Taschen-Rucksack-Kombination von Ortlieb. Ortlieb Vario heißt das Ganze. Und es ist am Fahrrad befestigt, beziehungsweise am Gepäckträger mit dem QL 2.1 Adaptersystem. Und wie das Ganze funktioniert und ob ich damit zufrieden bin, das sage ich euch jetzt in dem Video. Viel Spaß! Auf der vorderen Seite können wir also in einer praktischen, elastischen Tasche die Rucksacktrageriemen verstauen. Den können wir dann entfalten und mit 4 Verschlussklicks einfach auf der Rückseite befestigen. Zusätzlich sind auf der Vorderseite noch diese elastischen Bänder angebracht. Hier kann man ein großes Kleidungsstück oder einen Helm noch anbringen. Die Haupttasche ist mit einem Klettverschluss versehen. Innen haben wir noch ein größeres Fach und eine kleinere separierte Tasche für Kleinteile. Der Tragegriff ist sehr robust und hier sehen wir den Lösemechanismus für den Adapter am Gepäckträger. Hier sehen wir nun, wie sich die Tasche sehr leicht am QL 3.1 System befestigen lässt. Will man den Rucksack an einem anderen Fahrrad befestigen, braucht man einen extra Adapter für dieses Fahrrad. Das ist ein kleiner Nachteil. Also diese Ortlieb Rucksack-Fahrradtasche ist wirklich ein großartiges Produkt. Nicht ganz billig, also zwischen 110, 130, 140 Euro müsst ihr dafür berappen. Aber dafür habt ihr auch ein langlebiges Produkt. Meine Erfahrung sagt 10 Jahre. Und länger hält so ein Produkt. Es ist quasi kaum kaputt zu kriegen und einzelne Verschleißteile wie Verschlussschnallen oder Riemen sind auch einfach und kostengünstig nachzubestellen. Also von mir auf jeden Fall ist das ein Kauf und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ciao.